Willkommen zurück, let's show das Minecrafts Gefängnis mit Sergeant Spiderkill. Ja, wir sind nur längst nicht fertig mit den Abteilen hier. Nun geht es zu Abteil Block J. Moment. J. Gibt's nur ein Abteil. Block J ist so gesagt die Tigerkäfige oder die Ausgangszellen für Akutfälle. Da hat man hier nochmal ein Wächterzimmer, wo man dann rausgucken kann oder die Leute Burschen beobachten kann. Gibt es einmal hier und so Waffenarchiv. Aber man hat ja kein, aber ich habe ja keine, so wie gesagt, Waffenmod hier eingebaut, weil es ja auf der Konsole ist. Aber das kann man als Waffen- und Notfallkram-Schränke sehen, was ich hier so wie gesagt angefertigt habe. Wollte ich nur mal so zeigen. Und dann ist hier so gesagt jetzt die Einzelhaft oder Tigerkäfige für die Extremfälle, die im Ausgang brauchen. Da kann man auch nicht viele Leute verletzen. Man steht ja bloß drauf rum und denkt darüber nach, wie es morgen weitergeht. Da hat man sogar einen Ausblick zu Block I. Kann ich mal so ein bisschen zeigen. Da gibt es so gesagt wieder, sind so eine Ausgangszellen, da bleibt man 1 oder 2 Stunden pro Tag draußen oder pro Woche oder pro was auch immer. Aber okay. Das ist so gesagt hier Block J. Und dann gibt es, dazu kommen wir auch noch, warum hier Türen sind. Kommen wir aber erst später darauf zu. Wahrscheinlich nicht in diesem Part, aber okay. Dann kann man sich ja noch mal kurz ansehen. Den Abteil von Block J. Mach dann mal ein Selfie da rein. Hallo, ich bin gerade in Tigerkäfigen von Super Mario. Ja, die Einzelhaftzellen, Block F oder Block J jetzt. Block F haben wir ja schon. Mach einfach mal lustige Selfie in einem lustigen Gefängnis, was total überhaupt nicht lustig ist. Weil nur Leute im Gefängnis kommen, die Scheiße bauen. Okay, das ist nun mal so. Naja, die Wärter gehen auch ins Gefängnis, aber die machen das ja beruflich. Sieht doch alles lustig aus. Witzig. Versuche jetzt nochmal in den Waffenarsenal reinzugehen. Moment. Okay, dann lieber auch nicht. Gut. Oder ich bin doch mal so frech. Hallo, ich mache ein Selfie im Waffenarsenal. Jetzt klauen wir uns mal ein Maschinengewehr mit Gummikugeln und schießen irgendwelche Typen ab. Keine Sorge, das mache ich natürlich nicht. War jetzt bloß ein dämlicher Witz von mir. Gut. Und dann ist hier Block K. J-K. Das ist hier auch wieder 3 Abteile. 1. Moment. 3. Fertig. Willkommen in Block K. Was ebenfalls wieder gigantisch groß gewachsen ist. Es gibt hier wieder 3 erfolgreiche Abteile. Naja, watschen wir mal rein. Ist ebenfalls so wie ein reguläres Gefängnis. Hier hat man auch ein bisschen Gruppenzeit. Hat hier auch wieder eigene Duschen. Naja, eigene nicht, aber es sind Duschen. Da kann man wieder duschen, ohne den Trakt zu wechseln. Und dann sieht man hier wieder 3-Mann-Zimmer, 2-Mann-Zimmer. Das ist ja sehr oft. Gibt es ja oft 2-Mann- und 3-Mann-Zimmer. Wollte ich nur mal so angedacht haben. Ebenfalls wieder Häftlingsraum mit 2 Isolationszellen, die wieder dunkel bis im Arsch sind. Ich kann ja mal versuchen zu zeigen, wie dunkel das wirklich ist. Ach stimmt, da komme ich ja nicht mehr raus. Kann man mal so gucken, aber okay. Ist so gesagt. Hier gibt es eben. Oh ja, ich vergessen die Klos zu bohren. Naja, was soll's.
Klos haben sie auch, Gott sei Dank habe ich Duschen gebaut. Okay, ich habe auch ein Klo vergessen, aber was ist denn jetzt hier los, ey? Ja, das schwankt manchmal, liebe Zuschauer, das schwankt manchmal. Aber wie gesagt, bei so einem großen Gebäude vergisst man auch mal wieder was. Ist eigentlich ganz normal. Ja, es ist ja bloß ein Spiel, ist ja nicht die Realität. Aber okay, ein bisschen vergessen tut jeder mal was. Außer ich vergesse eins nicht. Selfie. Yes, Super Mario Selfie im Gefängnis, Block K, Etage, Erdgeschoss. Aber okay. Watschen wir mal wieder raus, watschen geradeaus und gehen mal einen Moment. Wir sind jetzt ein Stockwerk höher. Okay, in Selfie-Mode ist halt ein bisschen schwierig. Eigentlich wollen wir jetzt so gesagt noch einen Stockwerk nach oben. Dann sieht man hier wieder das Gleiche. Ich hoffe jetzt, dass ich hier die Klos richtig eingebaut habe. Also Gruppenraum ist hier auf alle Fälle drin. Duschen sind auch wieder installiert. Perfekt. Ebenfalls, was jedes Gefängnisabteil braucht, ein Wärterabteil. Kann man sich hier ansehen, kann man hier in der dunklen Zelle mal reingucken, wenn man wieder Mist gebaut hat, um sich zu beruhigen. Schränke für irgendwas, aber okay. Ich glaube, ich habe überall die Klos vergessen. Ja, eindeutig. Die habe ich vergessen auszubauen, sorry. Das war jetzt mein eigener Verdienst. Aber wie gesagt, man muss ja wirklich ja Block für Block bauen. Man kann ja nichts ziehen, nichts kopieren, nichts stapeln. Man muss wirklich alles mit Block für Block bauen. Und das war schon echt harte Arbeit. Werde ich jetzt mal so loswerden. Das war nicht gerade einfach, das hier alles zu erschaffen. Nee. Gottes Willen, das war so gut wie gar nicht. Dieses Projekt war eigentlich mal für Musikwelten bestimmt mit langen Songs, aber das ist Gott sei Dank verworfen worden. Weil es kann ich da wirklich mein richtiges Let's Show machen. Eigentlich war dieses Projekt für Musikwelten bestimmt. Und dann geht es noch einmal nach oben in Block K Ebene 3. Genau. Hier ist wieder ebenfalls alles drin, was so drin gehören tut. Und dass ihr mir glaubt, sind manche Zellen auch wieder eingerichtet. Alle Zellen wieder. So gesagt, eben eingerichtet. Da kann man sich das noch mal ein bisschen ansehen. Gut. Okay, hier gibt es wieder, wisst ihr schon, Isolationszellen für Leute, die erst recht missbauen. Und hier habe ich wieder die Stühle vergessen. Naja, was soll's. Eindeutig, da ich wirklich alles mit alle habe ich wirklich ja, oh ja, ich sogar keine Klokabinen, oh ja, habe ich sogar die Klokabinen vergessen. Ach du Scheiße, ja, okay, was soll's. Ich meine, ich will ja auch nicht gerade in so einer engen Zelle sitzen, aber manchmal hilft das wahrscheinlich nicht anders. Aber okay. Dann laufen wir mal weiter. Weiß ja nicht, ob man so ein Gefängnisalltag überhaupt bestehen kann. Weil das Gefängnis sieht wirklich auch ein bisschen älter aus von der Bauweise, weil ist ja wirklich ein härterer Teil. Aber okay. Und das war jetzt Block. Und wenn man hier mitbekommt, ist sogar die Tür hier geschlossen. Das heißt, Ausbruch ist wahrscheinlich so gut wie gar nicht möglich. Weil hier hat man jetzt mal so eine Eigenschaft, wenn die Tür zu ist.
Das ist hier Block L. Hier kann man, hier ist wieder, hier ist unser erster Abteil für Arbeit, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. Moment. Block L ist so gesagt eine Schmiede. Ein Abteil. Hier kann man so gesagt ein bisschen arbeiten gehen, wenn man die Erlaubnis dazu hat. Hier kann man denn ein paar Sachen herstellen in der Schmiede. Hier sieht man auch die Magma-Blöcke. Also wo man so gesagt das Eisen schmelzen tut, wollte ich keine Lava dafür nehmen, weil das alles verbrennen tut. Deshalb habe ich hier mal so aus Jux eine kleine Arbeitsangelegenheit erschaffen. Kann man sich nochmal in Ruhe ansehen mit Werkzeugschränken, Waschbecken oder irgendwas anderes. Und dann so gesagt hier die Ambosse, wo man Schmieden tut. Ich will dann mal ein Selfie machen. Yeah, Mario arbeitslos und muss ja Gott sei Dank nicht arbeiten. Ich kann mit bloß Gott sei Dank mal so ansehen. Laufen wir mal ein bisschen rum hier, die Bomben. Decke ist auch schön hoch, denn verstoßt man sich nicht den Kopf. Hier kann man wachsen wie ein Baum. Lustig. Hier kann man wachsen wie ein Baum, alles klar. Und wieder raus. Witzig. Gut. Moment. So, jetzt kommen wir zu Block M. Ich gucke erstmal, wo Block M überhaupt ist. Bevor wir uns zu Block M wenden, haben wir hier ebenfalls für Gruppenausgänge Hofanlagen erschaffen. Das heißt, hier kann man sich mal in Gruppe beschäftigen. So gesagt, eine gigantische Hofanlage, wo jetzt man in Gruppe raus kann, wenn man dazu die Erlaubnis hat. Da gibt es so gesagt eben 5 Abteile. Zweiter Gruppenhofgang. Da sieht man nochmal Block L. Wie groß dieses gigantische Abteil wirklich ist. Also da kann man wirklich nur staunen. Jetzt geht das Glas, also Erde geht kaputt, aber Glas, Erde geht nicht kaputt, aber Glas. Ich weiß nicht, was das soll, aber okay. Können wir noch mal kurz reingucken gehen. Da kann man ja auch sehen, wie lang Block L wirklich ist und wie groß dieses Gebäude eigentlich wirklich darstellt. Jetzt kann man das immer ein bisschen von außen betrachten, von der Straße auch. Und dann ist hier so gesagt Block R. So, für Block M suche ich mir jetzt ein bestimmtes Gebäude aus, das werde ich jetzt sofort zeigen. Dazu müssen wir jetzt ein wenig laufen. Hier ist nochmal Block I. Hier sieht man nochmal so eine Kreuzung, also wo es so gesagt in 4 verschiedene Richtungen geht. Hier gibt es auch noch für andere Arten von Türen. Wenn man Türen nicht so unbedingt braucht, sehen die ein bisschen so aus, denn werden die nur bei bestimmten Bedingungen geöffnet. Weil eigentlich sind so gesagt die Haupteinfahrten bei der Straße hier. Gut, jetzt wollen wir mal zu Block M. Ich zeige euch mal, was ich jetzt mit Block M meine, weil M ist mein Lieblingsbuchstabe und das kriegt er aus. Also M ist mein Lieblingsbuchstabe M und deshalb kriegt er auch jetzt ein bestimmtes Gebäude. Block M ist nämlich das hier. Das ist Block M.
Wieder Dreierteile. Moment. Augenblick. Gut, Block M, 1, 2 und 3. Gehen wir mal rein. Und da sieht er nun was. Das ist so gesagt Block M, das ist eigentlich der größte Abteil im ganzen Gefängnis. Das ist so gesagt eine riesige Halle, wo man so gesagt alle Häftlinge auf einmal Überblick hat. Das macht man so gesagt in diesem Kontrollzimmer hier. Hier kann man auf alles fixiert sein, hier sind alle Geräusche so gesagt hörbar. Das heißt, die Wärter können sehr schnell rauslaufen und können die Häftlinge wieder isolieren oder sonst was machen. Aber hier im Block M ist ebenfalls Freiheit, also ebenfalls Freigang. Und das immer. Okay. Hier sieht man wieder sechs Duschen. Naja, hier gibt es insgesamt 18 Duschen, ist ja auch ein riesiger Teil. Kann mich hier noch ein bisschen reinstellen, ein bisschen genießen. Ein bisschen aus dem Fenster gucken. Jetzt kann man das wieder nicht kaputt machen, sieht ihr das? Das ist merkwürdig. Jetzt kann ich das Glas wieder nicht kaputt machen. Ach so, weil ich gechillt habe, deswegen. Ach, jetzt bin ich auf den Trichter gekommen. Naja, okay. Gut. Ist also wirklich hier ein riesiger großer Abteil. Manche sagen bestimmt Wahnsinn, manche sagen langweilig oder sonst wär's oder Diabo. Aber das ist ja nun mal so. Ja. Oh, ich vergessen die Hebel zu bauen. Dann sieht man das wieder. Ich habe in M2 vergessen, die Hebel zu erstellen. Tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid. Aber wie gesagt, die Schlafzellen sehen alle gleich aus, also da ist nicht viel zu sehen. Hier gibt es ebenfalls wieder so eine Zweimannzimmer und so eine Dreimannzimmer. Ich werde jedes Detail hier zeigen, ich werde nichts vergessen. Aber wenn man so viel bauen tut, dann vergisst man automatisch mal was. Weil man will auch irgendwann damit fertig werden. Hier sind die Hebel wieder angebracht. Zweimannzimmer, Dreimannzimmer. Kann dann mal den ganzen Ring um, ganzen Kreis um öffnen. Moment. Den kann man mal sehen, dass ich nichts ausgelassen habe. Würde ich jetzt mal so ein bisschen demonstrieren. Man kann sehen, dass da wirklich alles eingerichtet ist. Obwohl ich dafür nur ein, zwei Stunden was vorstellen kann, aber okay. Jetzt kann man sich das noch mal ein bisschen ansehen. So gesagt, das ist eine fünfte LP-Art in Minecraft, Let's Show. So gesagt, eine fünfte LP-Reihe. Gehen noch einmal rum. Dann kann man sich mal alles Hübsche hier ansehen. Die ganzen, so kann er mal wieder reingehen. Hier ist wieder das Klo vergessen. Hier ist das Klo wieder dran. Witzig. Ja, manchmal vergisst man was bei 500 Zellen, die man ja einzeln aufbauen tut. Und das Block für Block. Naja. Oh, hier kann man sogar runterfliegen. Oh ja. Gibt es einige Baumängelchen. Jetzt kommt wieder das Nervige. Ein Selfie aus den wunderschönen großen Block M.
Okay. Nein, sonst sieht das ja eigentlich recht cool aus, aber. Also, meckern braucht man hier nicht, es sei denn, man will ein Diabo machen. Ja. Naja. Weiß ja nicht, was ihr davon halten tut, aber. Ich finde das irgendwie geil, was ich hier so gesagt erschaffen habe. Also, ich finde das richtig gut gebaut. Obwohl man manchmal, ehrlich gesagt, echt was vergessen hat. Jo. Das ist schon Wahnsinn. Gut, das war jetzt so gesagt die Einsicht aus Block M. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.